Ein Xamax-Sieg in St. Gallen schien eher unwahrscheinlich, denn die Neuenburg befinden sich im Sinkflug. Der Xamax-Anhang wartet seit dem 6. Februar auf einen Meisterschaftssieg. Ebenfalls seit dem 6. Februar hat der FC St. Gallen die rote Laterne der Liga. Ein Sieg gegen Xamax und die beiden Teams würden ihre Positionen tauschen. Nach 7 Minuten aus dem fußballerischen Nichts ein Knaller von Daniel Imhof an den Pfosten. St. Gallen hatte mehr vom Spiel. Xamax fand den Tritt nicht und machte es dem Heimteam relativ einfach, zu Chancen zu kommen. Regazzoni mit viel Platz und viel Zeit. Doch der Schuss von Alberto Regazzoni wurde noch abgelenkt und war deshalb letztendlich ungefährlich. Germano Vailati im St. Gallen-Tor hatte lange nichts zu tun. Auch bei Bells Abschluss musste der Gori nicht eingreifen. Doch einen leicht erhöhten Puls dürfte er gehabt haben. Lange lief wenig. Ab der 45. Minute war dann richtig etwas los. In St. Gallen zuerst verzog Regazzoni knapp. Dann setzte Schelaber seinen Kopfball aufs statt ins Tor. Und zu guter Letzt prüfte Nuzzolo Vailatis Reaktionsvermögen. Der bestand den Test und darum ging es mit einem 0:0 in die Pause. Nach dem Seitenwechsel der FC St. Gallen. Fabian Frey wiederum rechts im Mittelfeld. Hammerle mit voller Wucht zum 1:0 für das Heimteam. 54 Minuten waren gespielt. Marco Hämmerlis Schuss wurde von Xamax-Verteidiger Sander Keller unhaltbar abgelenkt. Dank Hämmerlis erstem Saisontor befand sich der FC St. Gallen auf dem Weg raus aus dem Tabellenkeller. Xamax versuchte so gut es ging zu reagieren. Und die Neuenburg bekamen in ihren Bemühungen Unterstützung vom Gegner. Hens Elfmeter in der 66. Minute. Dunst verschätzte sich und beim Versuch, Almeraris den Weg zu versperren, sprang dem St. Galler der Ball an den Arm. Rafael Nuzzolo ließ sich diese Chance nicht nehmen und glich die Partie zum 1:1 aus. Die St. Galler fühlten sich betrogen. Entsprechend forderten sie nun in jeder Situation einen Elfmeter. Doch Scarione wurde von Nias fair vom Ball getrennt. St. Gallen war die aktivere Mannschaft. Schenkel, Weng setzte nach, fand aber in Vailati seinen Meister. Da konnte sich Lukas Schenkel bei Germano Vailati bedanken, dass sein Blackout ohne Folgen blieb. St. Gallen suchte mit allen Mitteln den Sieg. Abeckeln! Abeckeln! Doch auch er konnte Bedenik nicht bezwingen. Den St. Gallen lief nun die Zeit davon. In der Nachspielzeit nahm Regazzoni einen letzten Anlauf. Regazzoni, Bedenik wäre geschlagen gewesen. Doch Bell sicherte Xamax einen wichtigen Punkt. Ja, ich denke, unsere Situation ist, jeder Punkt ist wichtig, vor allem auswärts. Und gegen einen direkten Konkurrenten in einem wichtigen Spiel endlich wieder mal einen Punkt machen nach 5 Niederlagen. Und das tut gut. Ja, eigentlich, wir wollten gewinnen, ist klar und so. Aber wir sind jetzt momentan im Aufwärtstrend, haben wieder einen Punkt geholt. Wir müssen jetzt einfach aufbauen an dem und uns auf den nächsten Match fokussieren. In der dritten Partie zwischen St. Gallen und Xamax gab es zum ersten Mal keinen Sieger.